Der Biohof Tacke ist ein ökologischer, familiengeführter Landwirtschaftsbetrieb mit Hofladen bei Wismar. Eingebettet in die hügelige Landschaft Mecklenburgs betreibt die Familie Tacke hier seit 1991 ihren Hof. Die meisten Wismarer kennen Tacke durch den Hofladen, der direkt an den Betrieb angegliedert ist. Der Laden ist die Domäne von Irmtraut Tacke. Sie sorgt für Nachschub in den Regalen. Der Käse wird aus der Milch der eigenen Kühe durch eine mobile Käserei produziert. Die Leber- und Jagdwurst sowie das Corned Beef und die Salami stellt die Firma Gut Gallien her. Alles biozertifiziert und lecker. Als Landwirte mit Biozertifizierung leben die Tackes vom Boden, den Pflanzen und den Tieren. Das Leben hier ist im Einklang mit der Natur. Ökologische Landwirtschaft bedeutet in erster Linie, dass man im Kreislauf wirtschaftet, dass alle unsere Tiere raus können und dürfen und müssen. Und das ist auch gut so. Also dazu gehört auch ein ökologischer Ackerbau, dass wir eben keine Pflanzenschutzmittel einsetzen, dass wir eine mechanische Beikrautregulierung in unseren Ackerkulturen vornehmen und dass wir eben von vorne bis hinten, sag ich mal, vom Anfang bis zum Ende ein kontrolliertes Produkt letztendlich anbieten. Das zeichnet eben auch den Ökolandbau aus, weil wir eben auch kontrolliert werden von unserer Kontrollstelle und uns eben immer wieder dieser Prüfung stellen müssen und letztendlich auch dann das Zertifikat erhalten. Die Weidehaltung der Milchkühe und Jungrinder startet im Frühjahr und endet meist im Oktober oder November. Ökologisch heißt an dieser Stelle außerdem, dass das verwendete Futter für die Tiere auf dem Hof bis auf wenige Ausnahmen selbst angebaut wird. Nur Lockfutter oder Mineralfutter wird zugekauft. Des Weiteren gibt es einen Melkroboter auf dem Hof, der vieles für Mensch und Tier erleichtert. Durch die Melkroboter haben wir einen freien Kuhverkehr. Die Kühe können frei entscheiden, was sie machen wollen, ob sie rausgehen, reingehen oder fressen oder liegen oder wieder kauen. Das können die sich selber entscheiden. Also die können ihren Tag von, also 24 Stunden selber gestalten. Sie kriegen jeden Tag eine frische Koppel. Also wir wechseln die Koppeln täglich, damit sie es interessant haben und nicht immer den gleichen Rhythmus haben. Aber die Familie betreibt nicht nur die klassische Landwirtschaft, sondern stellt sich breit auf. Sohn Steffen ist gerade dabei, ein Gewächshaus aufzubauen. Zukünftig soll es bei Tackes also auch Gurken, Tomaten, Chilis und Paprika zu kaufen geben. Aber das ist längst nicht alles. Tochter Andrea imkert seit kurzer Zeit auf den Flächen des Familienbetriebes. Die Bienen helfen bei der Bestäubung und Ertragssteigerung der Ackerkulturen. Eigentlich haben wir schon länger nach einem Imker gesucht, der auch ökologisch imkert, weil wir ein Biobetrieb sind. Und irgendwann habe ich mir gedacht, warum machst du das nicht einfach selbst? Und dann habe ich so Hals über Kopf mir ein Bienenvolk besorgt und mit einem Volk angefangen. Habe mich natürlich vorher belesen, habe auch noch einen Imkerkurs gemacht. Ja, aber nun ist das ja so Stück für Stück gewachsen und die Bienen sind jetzt ein Teil unseres Hofes. Beim Ackerbau wird auf eine vielfältige Fruchtfolge geachtet. Weizen, Gerste, Hafer, aber auch Erbsen, Ackerbohnen oder Kleegras sorgen für eine schonende Bodennutzung und fördern das Insektenleben. Der Dung der Tiere schließlich dient nach der Ernte zum Düngen des Bodens. So wird das Futter für die Tiere selbst produziert und alles greift ineinander. Der Biohof Tacke ist somit eine Kreislauflandwirtschaft, die nachhaltig produziert.